So, und damit heiße ich euch zu ein herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen heute die Jack and Dexter Trilogie auf der PS3. Das ist ein HD-Remake von den alten drei Jack and Dexter Teilen, die es auf der PlayStation 2 mal gab. Ich werde die natürlich alle nach der Reihe spielen. Und ja, Jack and Dexter waren einfach ein Kindheitsspiel von mir. Und den ersten Teil, den habe ich auf meinem privaten Spielstand schon mal zu 100% durchgespielt. Also alles. Ich werde auch in dem Let's Play den Teil, auf dem ich gerade bin, zu 100% durchspielen. Komme, was wolle. Und der wird hier nervig, weil das der schwerste Teil der Trilogie ist. Und der geht eigentlich wiederum. Aber wir starten jetzt mal mit Jack und Dexter. Ach, mir fällt noch was ein. Ja, das Ganze natürlich hier von Sony geding, ist klar, weil PS3 natürlich, ne? Und ursprünglich von Naughty Dog das Ganze gemacht. Und Mass Media hat jetzt in dem Remake seinen Finger im Spiel gehabt. Und ja, hier wird es nochmal eingeschoben. Naughty Dog. Die haben dann auch so Spiele wie zum Beispiel Crash Bandicoot gemacht. Was ich auch extrem cool finde. Tja, wir starten jetzt halt mal mit Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Ich habe das Ganze schon mal versucht aufzunehmen. Sieht man hier. Scheiße! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Hast man schön Fail drin. Spiel verlassen. Ja. Ich habe das Ganze schon mal gespielt gehabt, wie ihr es gerade gesehen habt. Hatte aber dann das Problem mit dem Sound. Der wurde die ganze Zeit kratzig wiedergegeben vom Spiel. Und mittlerweile, ich habe gerade eben eine Lösung für das Problem gefunden. Deswegen gibt es jetzt das Spiel als Let's Play. Ich freue mich tierisch. Und wir starten hier drauf ein neues Spiel. Ah, das wird so herrlich, dieses ist einfach cool. Mein Leben lang habe ich die Antworten gesucht, die mein Vater und meines Vaters Vater nie gefunden haben. Wer waren die Precursor? Warum erschufen sie die riesigen Monolithen, die überall auf unserem Planeten verstreut sind? Wie haben sie das Echo bezwungen, die Lebensenergie dieser Welt? Was war ihr Plan und wieso verschwanden sie? Ich habe die Pflanzen befragt, aber sie erinnern sich nicht. Die Pflanzen haben die Felsen befragt, aber die Felsen wissen es nicht mehr. Nicht einmal die Felsen können sich erinnern. Jede Faser meines Körpers sagt mir, dass sich die Antworten im Besitz eines jungen Mannes befinden, der sich seines Schicksals nicht bewusst ist, dem nichts daran liegt, die Wahrheit zu finden, der meine Führung ablehnt. Aber warum sollte er auch schon auf den alten Samos, den Weisen, hören? Ich bin ja nur der Herrscher des grünen Echos, einer der weisesten Menschen der Welt. So scheint es, dass die Antwort nicht etwa durch sorgfältige Forschung oder vernünftiges Überlegen gefunden wird. Oh nein! Wie so viele schicksalhafte Geheimnisse fängt alles mit einer kleinen Ungehorsamkeit an. Hey! Jack, der grüne Kerl hat uns doch verboten, hierher zu kommen. Sucht weiter nach Artefakten und nach Echo. Wenn die Einwohner Precursor-Gegenstände besitzen, ihr wisst, was zu tun ist. Bestraft jeden hart, der das Dorf verlässt. Wir werden zur rechten Zeit angreifen. Was wollen wir überhaupt hier, Jack? Mir läuft's kalt den Rücken runter. Ah!
wieder Precursor-Schrott. Was ist das für ein dunkles Zeug da? Sieht ja nicht gerade einladend aus. Der Weise plappert ständig über die Precursor, die das Zeug hier erbaut haben. Wohin sind sie gegangen? Warum erbauten sie diesen Schrott? Ich mag Precursor-Orbs und Energiezellen genauso wie jeder andere, aber wenn du mich fragst, waren das schon echte Loser. Wie hast du das gemacht? Jack, ich glaube, es gibt Ärger! Sollen. Hättest du auf mich gehört, dann was? Okay, alles klar. Mir geht's gut. Was in grünen Teufelsnamen wollt ihr zwei? Wir waren dabei. Ich war... Du sei still. Anstatt meinem Rat zu folgen, seid ihr beiden an dem einzigen Ort herumgestreunt, den ich euch verboten hatte. Der Nebelinsel. Das stimmt und ich... Und Dexter, du hast endlich das überfällige Bad genommen, aber in einer Wanne voll mit dunklem Echo. Also alter Mann, willst du hier jetzt rumquatschen oder hilfst du mir raus aus dem Schlamassel? Ich werde weiter rumquatschen, denn ich finde, du siehst viel besser aus als vorher. Und außerdem... Ich könnte dir gar nicht helfen, auch wenn ich wollte. Was? Es gibt nur eine einzige Person, die das dunkle Echo lange genug erforscht hat, um dich vielleicht zurückzuverwandeln. Gol Acheron, der Weise. Aber er lebt weit entfernt im Norden. Weit, weit im Norden. Seit Ewigkeiten hat niemand mehr mit ihm gesprochen. Ich würde euch ja dorthin teleportieren, aber auch das kann ich nicht. Keiner der drei anderen Weisen hat es für notwendig erachtet, sein Tor einzuschalten, schon seit langer Zeit nicht mehr. Der einzige andere Weg zu Fuß nach Norden führt durch den Feuercanyon. Aber der heiße Boden schmilzt sogar Precursor-Metall. Ihr könnt da nicht einfach so durchgehen. Aber ihr könntet durchfliegen, wenn ihr einen Zuma mit Hitzeschutzschild hättet. Zufällig arbeite ich im Moment gerade an so einer Maschine. Mit nur 20 Energiezellen hätte sie genug Energie, um der Hitze des Canyons zu widerstehen. Nicht wahr, Papi? Ja, Kira, das könnte klappen. Aber wo sollen der Junge und die halbe Portion der 20 Energiezellen herbekommen? Von den Dorfbewohnern. Die meisten von denen haben irgendwo ein oder zwei Energiezellen rumliegen. Und auch wenn sie sie nicht hergeben wollen. Mit ein paar netten Precursor-Ops kann man ihre Meinung schon ändern. Und bestimmt gibt es draußen in der Wildnis noch mehr Energiezellen, die nur auf ein paar mutige Abenteurer warten. Nun, einen mutigen Abenteurer haben wir ja schon. Mutige Abenteurer? Ihr beide würdet ohne Anleitung nicht mal aus dem Dorf rausfinden. Bevor ihr mit irgendetwas anfangt, solltet ihr lieber durch das Warp-Tor gehen und am Felsgeysir ein wenig üben. Da gibt's nicht noch mehr von diesem dunklen Eco-Zeugs, oder? Ich will nicht nochmal reinfallen und dann so aussehen wie du. Rein da, bevor ich euch beide in Unkraut verwandle. Ja, und damit sind wir auch schon im Spiel. Wir sind der gute Jack hier, der große, lange Typ. Und der andere auf unserer Schulter ist Dexter, den... Ich finde, meiner Meinung nach der coolste Sidekick. Du kannst nicht zurück durch Sprungtor. Ja, sag ruhig. Ja, da ist einfach der coolste Sidekick für mich, den es gegeben hat bis jetzt. Weil er seine Sprüche einfach... die er raushaut, die sind legendär einfach. Yeah, Precursor Ops! Diese schwebenden, eiförmigen Dinger sind Precursor Ops. Wenn ihr genug davon sammelt, geben euch ein paar der Dorfbewohner eine Energie. Ja. So, wie sie es schon gesagt hat. Also im Prinzip sind die Precursor Ops hier in dem Spiel unsere Währung. Wir können zwar nicht viel kaufen, aber wir können uns die Precursor-Ops, die es da gibt, Das ist eine Energiezelle, das wichtigste Precursor-Artefakt, das ihr finden könnt. Ihr müsst 20 davon sammeln, damit ich den Hitzeschild für euren Agrab-Zoomer aktivieren kann. Ja, wir können die Leute damit bezahlen, damit sie uns wie sowas
die Energiezellen hier geben. Kriegt man nur bei bestimmten Leuten und die verlangen zum Teil saftige Preise. Und damit haben wir auch schon unsere erste Energiezelle gesammelt. Und die Moves, die Dexter einfach immer... Ja, ist mir egal. Die Moves, die Dexter einfach immer macht, weil wenn er eine Energiezelle sammelt, die sind cool. Ja, und das ist auch so eine Aufgabe, weil die 100%, die gesamten Spähfliegen müssen wir finden. Alles, immer wenn sie die Spähfliegen haben, schon so. Das finde ich immer schön, wenn der Geysir da gerade am Ausbrechen war. Ja, in jedem Gebiet, wie sie es gesagt hat, gibt es 7 Spähfliegen. Und wenn man alle 7 Spähfliegen sammelt, habt ihr ja gesehen, gibt es nochmal eine Energiezelle für uns. Und die wollen wir uns natürlich alle krallen. Das hier ist blaues Echo. Es enthält die Bewegungsenergie. Mit blauem Echo kannst du schnell rennen, Kisten aufbrechen und sogar einige Precursor-Artefakte aktivieren, wenn du ihn. So sieht's aus. Aber ich gehe jetzt erstmal herunter, weil es hier noch ein bisschen mehr gibt. Und zu den 100% gehört natürlich auch alle Precursor Orbs, die es gibt, einzusammeln. Oh, ja, natürlich alle Energiezellen. Alle Precursor Orbs, habe ich gesagt. Und alle Spähfliegen, ja, das gehört dazu immer. Naja, blaues Echo für mich. Ja, ich weiß, Samus. Ich versuche hier gerade wieder meinen Rush. Meine Rushing Power. Das ist eine Precursor-Tür. Sie lässt dich nur öffnen, wenn du blaues Echo durch deinen Körper laufen lässt. So sieht's aus. Und die kann ich schon mal aufmachen. Ist zwar knapp mit den paar Fetzen, die es da gibt, aber man kriegt's hin. Und ja, die Gebiete werde ich auch so nach einer bestimmten Reihenfolge abfahren. Denn ich habe vor, nur einmal in das Gebiet reinzulaufen, weil ich ungern die doppelt so mache. Für den Anfang weiß ich noch, wie ich hier ablaufen will. Aber das Sammeln von den ganzen Orbs und das, die sind ja alle überall verteilt. Das ist so die Schwierigkeit ein bisschen. Aber die Platin-Trophäe für euch ist es mir wert. Ja. Die habe ich gesammelt. Diese kleinen grünen Energiebälle auf dem Boden sind eine Echo-Art. Hebe 50 kleine oder einen großen grünen Echo auf, dann wird deine Gesundheit. Ja, die verbessert. Aufgaben, um an die Precursor-Ops, wollte ich sagen, an die Energiezellen zu kommen, sind manchmal schon ein bisschen schwer. Wenn du springst und dann in der Luft gleich so nochmal springst. Ja, und wenn man alle Precursor Orbs in einem Gebiet gesammelt hat, ist es, wie ihr hier gerade seht, wird es euch angezeigt. Nur bei den Energiezellen wird es nicht gezeigt. Da muss man dann hier mal kurz gucken. Da wird es einem dann gesagt, welche Energiezellen man hat, welche man noch suchen muss und welche man gar nicht weiß, was man dafür machen soll momentan. Und die Spähfliegen werden einem natürlich auch angezeigt. Weil sonst kriege ich meine Art die Energiezelle nicht schnell. Das kann ich mal kurz hier zeigen. Wenn ich jetzt auf die Energiezelle, auf die Precursor-Ups gehe, da sieht man, wir haben 50 gesammelt von 2000 Stück. Dann die Energiezellen werden nicht angezeigt und die Spähfliegen nochmal. Da gibt es auch 112 Stück zu sammeln. Ja, das wird lustig. Das kann er mir glauben. Ist natürlich klar, je später weiter mal im Spiel kommt, umso schwerer ist das Zeug zu kriegen. Und wir springen einfach mal durch. Gut gemacht, Jungs. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu den Abenteuern, die noch vor euch liegen. Ist gar kein Problem.
Wir sind gewappnet, was, Jack? Wir würden ja gerne noch bleiben und quatschen, grüner Häuptling, aber es juckt uns schon auf Abenteuer zu gehen. Schön, schön. Dann stürzt euch ins Abenteuer. Und wenn ihr schon beim Abenteuern seid, macht euch doch ein wenig nützlich. Meine verflixten grünen Eco-Sammler sind schon wieder verstopft. Geht ans andere Ende des Strandes und reinigt sie, ja? Folgt den Lampen, sie führen euch geradewegs dorthin. Und jetzt, alle, raus hier. Die Kamera einfach wackelt, weil er so losschreit. Die Pflanze hier, die sieht auch so aus, als wäre sie von Crash Bandicoot genommen worden. Das ist schon schön. So, dann gehen wir mal kurz hier hin, zu Kira. Hey Baby, wollen wir nicht zusammen ein paar Runden auf diesem A-Graph-Zoomer drehen? Regel Nummer 1. Ich verabrede mich nicht mit Tieren. Ah, du weißt ja gar nicht, was dir entgeht. Dazu, wenn ihr Beschäftigung braucht. Mein Vater hat von einem alten Precursor-System tief unter der Erde erzählt. Am Ende von einigen Rohren sind Öffnungen, aus denen das Eco herausströmt. Andere sind verriegelt, sodass das Eco eingeschlossen ist. Es muss möglich sein, die verriegelten Öffnungen aufzumachen. Ich habe herausgefunden, dass ein Teil der Rohre unter dem verbotenen Tempel liegt. Such dort mal nach einem. Wird erledigt. Ja, Dexter flirtet natürlich, was das Zeug hält. Und wir gucken uns erstmal schön hier im Sanddorf um. Finde ich jetzt mal. Spring hier runter. Hast du gesehen, was für ein Riesenstück dieser Lockerhai aus dem Boot des Fischers gebissen hat? Am besten wir halten viel Abstand zu diesen Viechern. Ich glaube nicht, dass wir es mit so einem Höllen. Ja, ich werde Abstand halten, aber die werden es nicht machen. Ja, das ist richtig. Gehen wir mal in hier rein und reden mit dem Mann hier. Was er uns zu sagen hat, gucken wir mal. Oh, hallo, mein lieber Junge. Du kommst mir jetzt aber gerade ein wenig ungelegen, weißt du. Ich wollte schon gestern zu meiner Reise aufbrechen. Aber ich habe scheinbar zu wenig Precursor-Orbs. Ich hätte schwören können, dass ich 90 Stück hatte. Aber ich vermute, dein junger Freund, dieser lästige, furchtbar hässliche kleine Kerl hier, hat mir aus Jux gerade ein paar entwendet. Nun denn, würdest du deinem lieben alten Onkel freundlicherweise 90 Precursor-Orbs leihen, damit er aufbrechen kann? Ich biete dir eine Energiezelle dafür. Ja, so läuft es mit den meisten Leuten. Die wollen 90 Precursor-Orbs für eine Energiezelle hier haben. Das ist das Angebot von den meisten. Hallo, Bürgermeister. Jetzt sagt mir bloß nicht, dass ihr zwei auch ein Problem habt. Erst werden in der Nähe des Dorfes Monster gesichtet und jetzt das. Seht ihr die Windmühlenflügel? Da oben, Jungs, ja? Die stehen still. Das bedeutet, im Dorf gibt's keinen Strom. Der Ekostrahl aus dem Dschungeltempel ist unterbrochen worden. Jungs, und niemand traut sich nachzusehen, was passiert ist. Ist die Rechnung bezahlt? Ja, du bist ja witzig. Würdet ihr zwei den Ekostrahl reparieren? Für eine Energiezelle? Oh, noch etwas. Ihr zwei wollt nicht zufällig eine Kleinigkeit für die Kampagne zu meiner Wiederwahl spenden? Das wäre mir glatt noch eine Energiezelle wert. Das Minimum für eine Spende beträgt, bescheidene 90 Precursor-Orbs. Ja, ich merke das schon. Hier steht noch eine Spähfliege. Die nehmen wir natürlich auch mit. Und dann raus hier. Und wir gehen mal. Ah, Kamera, warum? Why are you doing this to me? Hier stand noch einer rum. Na komm. Ich wollte gerade schon anfangen, Dexter. Dexter, sag ich schon, Jack. Was soll denn der Scheiß? Ja, und zum guten Jack hier. Das ist natürlich unser stummer Held. Wie in den meisten Spielen sagt er mal nix. Wie die meisten in den Spielen. So. Dann gehen wir mal hier rein und reden mit dem hier. Hey, du haariger kleiner Kumpel. Oh, ich dachte, du wärst meine Muse.
Deine was? Hast du noch nie eine Muse gesehen? Das ist ein kleines, leuchtendes Eichhörnchen, so groß wie du. Sehr mutig und immer gut drauf. Oh, jetzt kapier ich. Wie ein Kumpelchen, hä? Also es ist so. Ohne meine Muse kann ich nicht bildhauern. Aber wenn sie da ist, sehe ich nur Schönheit. In allen Dingen, wisst ihr? Im Moment könnte ich mich nicht mal aus einer Kiste rausmeißeln. Ich glaube, sie ist zur Nebelinsel gelaufen. Ich hoffe bloß, ihr geht's gut. Eine Energiezelle, wenn ihr sie zurückbringt. Moment mal! Wir werden auf keinen Fall zurück zur Nebelinsel gehen. Oder ja, schon. Aber das wundert mich immer. Er sagt, die muss zur Nebelinsel gelaufen sein und... Ihr habt's gesehen, da ist kein Weg da irgendwie hin. Also, wie soll die da hingelaufen sein? Na, red mal mit der Vogeltusse. Ach herrje, so ein furchtbar krankes Vögelchen. Sie ist auch nicht gerade gesund aus, Lady. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst ein orange gefleckter Bauchringfring. Wisst ihr, gestern haben ein paar schrecklich böse Wesen hier am Strand eine Flatt-Flatt-Mutter gefangen. Jetzt liegt dieses arme kleine Waisenei im Nest oben auf der Klippe und ich komme nicht ran. Könnt ihr doch draufklettern und es runterschubsen? Ich habe unten etwas Heu hingelegt, um es aufzufangen. Tut einer alten Frau einen Gefallen und ihr bekommt eine Energiezelle ja, dafür. Ich kenne das Spiel ja schon soweit gut und ich bin einfach hingelatscht, ohne die anzusprechen, weil dann... Das kommt im Prinzip auf selber raus. Was für ein seltsames Ding! Ich wette, wir kriegen das auf, wenn du dich mit diesem blubbernden... Ja, so wie ich es gerade gemacht habe, soll das nicht sein. So, Jack, jetzt aber. Und ja, da sind natürlich auch ein paar Picasso-Ops drin versteckt. Und der hat eine Spähfliege im Haus. So, dann red mal mit dem Farmer hier. Oh, muss die Jacke ausmelken, muss die Jacke ausmelken. Oh, ihr seid's. Ich ruh mich nur ein bisschen aus. Ich hab den ganzen Tag versucht, diese streitlustigen Kühe zurück in den Pferd zu kriegen. Ein paar seltsame Typen wollten sie schon stehlen. Könntet ihr wohl einem alten Mann helfen und sie in den Pferd bringen? Ja gut, könnte ich machen. Komm, beweg dich. Beweg dich, habe ich gesagt. Genau da rein. Genau da rein. Sehr schön. Du bewegst deinen fetten Arsch jetzt auch. Den macht das nix, die... Ich kann die so oft schlagen, wie ich will, das juckt die nicht. Jetzt kommen wahrscheinlich ein Haufen... Tierquäler! Aber hey... Die spuren halt nicht so, wie ich das gerne hätte. Zum leichter... Dreh dich um! Ist richtig schön ins Gesicht getreten. Nehmen wir den Jackau hier mit. Du gehst gleich mit. Auf. Oh. Ich muss die echt einzeln holen. Ja, ja, hopp. Geh rein. Nicht wieder zurück. Beweg dich. Genau da lang. Los. 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 Und Trainer. Dieser faule Farmer schuldet uns eine Energiezelle. Ja. Mit dem werden wir jetzt. Mit dem werde ich mich jetzt mal unterhalten. Da, gut gemacht, mein Junge. Die verlausten Viecher sind jetzt im Pferd. Nun kann ich beruhigt schlafen. Hier ist eine Energiezelle für deine. Dankeschön. Und da haben wir schon die Nummer 5. Dann kletter ich mal hier hoch. Upsa, ey. Jack macht keinen Scheiß.
Den nehme ich noch mit. Und jetzt gehen wir mal zu der komischen Sch... Wow, guck dir bloß mal diese irre Skulptur auf. Ja, da wollte ich gerade hin. Die hat komischerweise Energiezellen als Augen. Aber erstmal nehmen wir die hier mit. Ich will ja die Energiezellen da haben, die der im Auge hat. Jawohl! Du hast alle Sperrfliegen in diesem Gebiet gefunden. Wer weckt das Orakel auf? Wartet. Einer von euch hat das innere Licht. Seit Anbeginn der Zeit suche ich und warte auf die Rückkehr des wahren Helden. Bringt mir 120 Precursor Orbs für jede Energiezelle, die ich besitze. Ja, da wäre 120. Das muss eins von den Precursor-Orakeln sein, von denen der Bolzen dauernd erzählt. Hoffentlich sind die nicht genauso herzlich. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Das wäre jetzt 120 Precursor Orbs pro Energiezelle. Das ist schon ein sehr teurer Preis. Dann gehen wir mal hier zum Fire Canyon hoch. Sammeln die Precursor Orbs. So, Fire Canyon, ja, ich weiß. So, können wir uns mal angucken, wo wir da lang müssen. Genau da lang müssen wir. Und das wird noch lustig. Da hoffe ich, dass ich alles im ersten Run gleich kriege. Und jetzt gehen wir mal halt in diese Richtung hier. Wir haben genug Orbs für eine Energiezelle zusammengeschnorrt. Komm, wir gehen zurück und tauschen sie endlich ein. Ja, das nächste Gebiet ist der verbotene Dschungel. Aber da werden wir uns gleich dran setzen. Erst wichtig. So. Komischerweise habe ich jetzt die 50. Ach ja, stimmt, die habe ich. Die 10 da noch mit zu. Ja. Die Precursor-Ups für Sandorf haben wir. Und die Trophäe der Kugel ist erhalten. Wahrscheinlich, wenn wir auch 100. Ja, wenn wir 100 Precursor-Ups gesammelt haben. Aber ich mache jetzt erstmal an der Stelle hier einen Cut. Und wie immer, wenn es gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben, ein Abo oder ein Kommi da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.